Ja, ich mache nochmal einen Weckruf. Ich versuche aus der Perspektive der künstlerischen Praxis zu sprechen. Vielleicht ist es sogar am Ende dieser Überlegungen für den heutigen Nachmittag gar nicht so unpraktisch. Ich habe Bilder mitgebracht, die vielleicht erstmal ein Grundverständnis zeigen, nämlich woher kommt eigentlich unser Gefühl. Der Begriff der Agora, den hat ja schon Vanessa John Müller in der Einleitung benutzt. Das ist sozusagen heute eine Ruine, aber natürlich auch eine ideale Voraussetzung oder eine als ideal angenommene Voraussetzung, um die Leistungen von Wissenschaft, von Kunst, von auch Leibesübungen, Gymnasium, aber eben auch von Vermittlung und Schule, auch das, was diese Akademie sein kann und sein will. Sie ist ja nicht frei von Interesse und nicht frei von dem politischen Raum, in dem sie wirkt. Und deswegen bin ich ganz besonders froh, dass wir auch in diesem Raum so frei diskutieren dürfen. Das ist nicht mehr selbstverständlich, weil der öffentliche Raum natürlich auch ein Raum ist, an dem gesellschaftlich Relevantes verhandelt wird, beispielsweise hier auf dem Taksimplatz. So selbstverständlich, wie wir hier in Deutschland und anderen Demokratien den öffentlichen Raum für die öffentliche Rede benutzen dürfen, so sehr ist das eingeschränkt in anderen Nationen und wird auch weiter durch Veränderungen medialer Einschränkungen, wie zum Beispiel Facebook oder überhaupt Social Media, weiter kontrolliert. Das ist eine Entwicklung, die an den Rändern Europas, aber auch vielleicht sogar unangenehm nah an uns heran passiert. Also Ungarn finde ich da nicht mehr so wahnsinnig weit entfernt. Und trotzdem sind wir mit diesen Orten verbunden. Wir haben eine historische und auch eine inhaltliche Verknüpfung und vielleicht damit verbunden auch eine Verpflichtung. Oh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch ein anderes Bild finde. Und umso mehr spielt ja dann eine Rolle, wie sich der Einzelne verhält. Also sozusagen nicht hinter dem Kollektiven verbergen und durch politische Delegationen aus der eigenen Verantwortung raus, sondern die Rolle übernehmen. Hier ist der Choreograf Erdem Gündiz, der auf dem Taksimplatz durch seine physische Präsenz, also den Körper wieder zurückbringt. In Klammern, auch das hat natürlich in der Kunst eine Tradition. Denken Sie an Künstler wie Bruce Nauman, der in den frühen 70er Jahren hier zum ersten Mal in der Galerie Konrad Fischer gezeigt wurde und heute als Bildhauer wahrgenommen wird, der den Körper in den Mittelpunkt seiner Überlegung gestellt hat. Also unter dem Begriff Body Consciousness sicherlich eine herausragende künstlerische Figur. Und der Choreograf stellt sich also in den öffentlichen Raum und protestiert mit seinem Sein, mit seinem Körper, reklamiert den Ort, die Unberührtheit und damit auch vielleicht das Recht auf Unversehrtheit. Er selber, im Gegensatz zu den Menschen, die links und rechts von ihm stehen, drückt sich selbst nur durch seine Präsenz aus. Auch das kennen wir von anderen Orten, hier Proteste gegen globale Finanzströme. Und jetzt komme ich auf einzelne Beispiele, wo ich sozusagen auch und etwas, was der Präsident der Akademie, der Herr Wolfgang Löwer, angesprochen hat, nämlich die Frage nach Rechtsräumen. Tatsächlich war es so, dass die Kunsthalle in Hamburg eine Ausstellung gemacht hat zu Ehren des Werkes von Kasimir Malevich. Ausgangspunkt war das Schwarze Quadrat. Über die kunsthistorischen Bedeutungen möchte ich hier im Moment erstmal schweigen, aber die können Sie sich ja selbst ergänzen. Und meine Idee war, diese Debatte zu überführen in eine aktuelle Form, nämlich in eine Form einer künstlerischen Demonstration. Menschen wurden über einen Zeitungsaufruf gebeten, in Schwarz oder Weiß gekleidet zu kommen. Ich war ganz in Weiß und meine Familie auch. Und die meisten haben aber dann das Schwarz bevorzugt, sodass wir eine große schwarze Mitte hatten und einen weißen Rand. Bei der Umsetzung des Projektes wurden wir konfrontiert mit der Situation, dass, wenn wir das als eine Kunstaktion anmelden, wir mit Kosten in Höhe von 12.000 Euro zu rechnen hätten, um den Straßenverkehr zu regeln, um eine solche Situation zu schaffen, dass die Menschen unversehrt durch die Stadt Hamburg ziehen können. Aber wenn wir das im Kontext der Rechte eines jeden Bürgers der Bundesrepublik Deutschland machen und eine Demonstration anmelden, und da ich nicht verbeamteter Prof bin, konnte ich das, war es also so, dass wir das angemeldet haben. Es musste eine politische Botschaft her. Das Banner hängt draußen. Jede Geste ist politisch oder jede Geste im öffentlichen Raum ist politisch. Und dann konnten wir das also als Demonstration machen. Wir wurden von der Polizei begleitet und das war für uns kostenneutral. Das war natürlich der Weg, den wir eingeschlagen haben. Das Interessante ist ja, dass wir ein Rechtssystem haben und dass wir gleichzeitig Menschen haben, die das interpretieren. Übrigens nicht nur Richter, Anwälte und Staatsanwälte, sondern wir auch. Wir glauben ja auch, dass wir sind im Recht, weil wir es in einer bestimmten Situation für uns zu interpretieren. Und genau auf diesen interpretatorischen Raum möchte ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Ich habe die Aktion nochmal wiederholt, 4 Tage vor der Wahl in Griechenland. Es war eine sehr besondere Wahl.
Mir ist dabei überhaupt total entgangen, das, was ich mir in Hamburg sehr selbstverständlich und auch in anderen Städten hätte vorstellen können, war in Thessaloniki für viele Teilnehmende dieser Demonstration die erste Begegnung, als Person im öffentlichen Kontext aufzutreten und zu agieren. Also das Verständnis über Kunst im öffentlichen Raum, über das wir hier so über den Nachmittag so selbstverständlich verhandelt haben, müssten wir eigentlich noch mal genauer verorten. Susanne Titz hat von Erfahrungen in Mönchengladbach gesprochen. Bei Bernd Knies war es jetzt nicht ganz so spezifisch, aber ich denke, da könnte man auch einen zumindest westlichen Kulturraum annehmen. Und sobald wir diesen Kulturraum dehnen, entstehen möglicherweise auch andere Rahmenbedingungen, die dieses Feld Öffentlichkeit, öffentlicher Raum, öffentliche Aussprache, künstlerischer Ausdruck möglicherweise unter neuen Fragestellungen zeigen. Das ist auch eine Technologie, die wir da genutzt haben. Es wurde eine Drohne eingesetzt, das war gar nicht mit mir abgestimmt. Die hat das aber dann die ganze Zeit gefilmt. Jetzt gibt es eine Konnotation oder eine kulturelle Verabredung, dass wenn es eine Ausstellung gibt, wenn ein Künstler, eine Künstlerin ihr Werk präsentiert, dass wir als interessierte Besucher diesen Raum aufsuchen. Was passiert, so wie geschehen, wenn es einen Ort gibt, der das versucht zu formulieren, was ich jetzt nicht tun werde, sondern ich sage nur, dass das die große Synagoge von Hannover ist, die den Pogrom 1938 durch die Nationalsozialisten zwischen dem 9. und 10. November zum Opfer fiel. Und dass wir ganz in der Nähe von Düsseldorf, in Pulheim, in der kleinen Gemeinde Stommeln, eine kleine Landsynagoge haben, die diese Pogrome überstanden hat, weil die jüdische Gemeinde schon den Ort vorher verließ. Die Projektleiterin Angelika Schallenberg ist im Raum. Und das Projekt wird seit 1992 als ein Ort künstlerischer Auseinandersetzung betrieben. Toni Craig hat im Jahre 2014 dort eine Installation, eine Arbeit realisiert. Als der Künstler Janis Konellis dieses Projekt mit als erster eingeladener Künstler dort eröffnete, entstand sozusagen ein neuer Diskursort mit einer ganz komplizierten Fragestellung, die aber in ihrer Vitalität und ihrer Bedeutung eigentlich nichts verloren hat. Im Gegenteil, durch Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und immer wieder die Herausforderung an eine Mehrheitsgesellschaft oder vielleicht auch eine komplexere Gesellschaft, als wir sie vielleicht damals angenommen haben, sind wir immer wieder herausgefordert, uns zu fragen, wie gehen wir mit unserer persönlichen oder gesellschaftlichen Geschichte um. Und das Projekt, was ich 1994 realisieren konnte, ein Künstler, der nicht eingeladen war, sondern der einen Vorschlag gemacht hat, nämlich in diese Debatte an diesem Ort die Synagoge zu schließen, von innen nach außen das Licht zu setzen und die, die an die verschlossene Tür kommen, die sich für sie im, ich weiß gar nicht, ob man hier auch irgendwo hinzeigen kann, an dieser Stelle befindet sich die Tür, und dann aber gleichzeitig ausgeschlossen zu sein und beim Ausgeschlossensein so hell erleuchtet zu sein, all das überlasse ich ihrer Vorstellung, die ich hier nur per einem Bild übermitteln kann. Und gleichzeitig war aber auch eine Verbindung hergestellt zu den Nachbarn dieses Gebäudes. Eine Nachbarin, Minna Fesen, die damals noch lebte, konnte augenzeuglich berichten, wie die jüdische Gemeinde sozusagen schon erahnend, was der herannahende und drohende Nationalsozialismus für sie bereithält. Sie konnte augenzeuglich von dieser Erfahrung erzählen. Und sie hat das auch getan, weil dieses Projekt hat vor allen Dingen die Menschen in der Stadt und in dieser kleinen Gemeinde zum Sprechen gebracht. Also das heißt, die Rolle, die das Projekt hatte und ich sowieso als Künstler war eingerückt und schaffte oder schuf eine Plattform des Austauschs und des Sprechens darüber. Diese Erfahrung im Hintergrund war es mir auch immer mehr wichtig, vielleicht an Orten temporär und auch kurzfristig einen Versuch zu starten. Susanne Titz hat ja schon so eine Strategie, erstmal so auf Zeit und dann mal gucken. Das heißt ja auch, die Fallhöhen, die Möglichkeiten, etwas zu experimentieren, anders als wenn man eine skulpturale Setzung macht, wie Toni Craig das in seiner künstlerischen Praxis tut, erlaubt das Interventionistische, das Temporäre, Performative, andere Dehnungen, weil sie auf Zeit sind. Das heißt, die Belastung für die, die davon betroffen sind, ist vielleicht ein bisschen höher oder auch vielleicht durch die Provokation ein bisschen, sagen wir, stressvoller, aber gleichzeitig weiß man, es ist ja nur für einen bestimmten Augenblick. Man kennt das, man hat sich für eine Oper entschieden, merkt aber nach einer halben Stunde, passt gar nicht, aber den Rest der Oper hält man noch aus, weil man weiß, dass man sozusagen das Ganze als Erleben braucht und dann kann man sich dazu verhalten. Und diese Erfahrung ist trotzdem wichtig und zentral und deswegen kann man da auch Dinge ausprobieren. Das gilt auch für Kino und andere Formate, die in diesem zeitbasierten Umfeld zu finden sind. Und deswegen konnte ich eben in der Stadt Katowice ein Projekt realisieren. Übrigens von der Projektidee bis zur Umsetzung sind 14 Tage vergangen.
was man sich so nach deutschen Genehmigungsvorgängen, wenn ich mal so höre, reichen Sie mal das Projekt ein und wir gucken dann mal, bis alle Abteilungen drauf geguckt haben, rechnen Sie bitte nicht vor 12 Wochen mit einer ersten Antwort. Wo ich dann sage, bitte mal eine erste Einschätzung so nach 2-3 Wochen, das ist dann eher unwahrscheinlich. Hier haben wir 2 Wochen gebraucht, die Straßenbahngesellschaft und auch die Ordnungsdienste davon zu überzeugen, dass wir eine Straßenbahn dysfunktional im Stadtraum von Katowice nachts fahren lassen wollen, ohne dass man weiß, wann sie fährt. Ich wusste, wer sie fährt, das war Olga, das war unsere Fahrerin. Und sie fuhr jede Nacht eine andere Strecke, allerdings fuhr sie fuhr Mittwoch und Donnerstag, Freitag nicht, Samstag, dann Sonntag wieder nicht, Montag, Dienstag und dann war der Spuk vorbei. Und sie fuhr durch die Stadt und hielt nicht an und erfüllte also nicht die Erwartungen eines öffentlichen Transportmittels. Und gleichzeitig war es natürlich auch so ein Stück weit eine Skulptur, die sich im öffentlichen Raum bewegt. Das war das, was ich vorhatte. Ich wollte mit der Irritation in diesen städtischen Raum eingreifen. Aber die Reaktion, und wir sprachen ja vorhin auch von diesem Wirkraum, die war eine ganz andere. Also erstens waren die Menschen irritiert. Autos haben versucht, die Straßenbahn zum Halten zu zwingen. Menschen haben versucht, von der Fahrerin Informationen zu bekommen. Das war zum Teil nicht ganz einfach. Aber die Fahrerin hat sich da durchgesetzt und blieb stur. Was wir nicht erwartet haben, war auch, dass wir über Mails die Information bekamen, dass dem Bürgermeister, also ich muss dazu sagen, es gab keine Eröffnung, es gab keine Presseerklärung, es gab einfach sozusagen das Erscheinen und das Verschwinden als Qualität. Da hat man natürlich viel Reibungsverluste, was Kommunikation angeht, aber das gehört, glaube ich, in das Feld des Rezeptionsraums zum Thema künstlerischer Intervention. Und dann schrieb eben eine Frau, meine Großmutter saß in der Bahn. Und dann wurde mir das so übermittelt, übersetzt, weil ich kann kein Polnisch. Und dann habe ich gedacht, ach ja, Und dann habe ich rückgefragt, wie kann das sein? Und dann war klar, die Verbindung zwischen dem Todeslager in Auschwitz oder Oswiecim, wie der Ort heißt, aber eben Auschwitz ist die deutsche Bezeichnung mit den Todeslagern 1 und 2, gerade das Todeslager 2 war ein perfekt auf Transport aufgebautes System in diesem Genozid. Und die 60 Kilometer Distanz wurden sozusagen durch diese nächtliche Irritation zusammengezogen in der Projektion und Fantasie, wurde das sozusagen mit dem Ereignis verbunden. Ich sage das ganz deutlich, diese Reaktion hat es gegeben, aber sie war nicht Teil meiner Intention. Aber von Wirkräumen muss man ja auch lernen, dass sie sozusagen etwas in Menschen auslösen können, die möglicherweise über die eigene Intention hinausragen. Ähnlich verhält es sich, man traut ja gar nicht, sich noch die Schafe zu zeigen, wenn schon die Esel in der Stadt sind. Aber in diesem Fall ist es so, dass das Projekt, also ich war eingeladen zu einem Theaterfestival, habe gesagt, ich nehme die Einladung an, aber ich mache keine Inszenierung im klassischen Theatersinne, sondern ich räume ein Theater leer, sperre eine Straße und führe diesen Ort wieder für einen bestimmten Zeitraum, nämlich exakt für 60 Minuten, erstmal wieder zurück an seinen Ursprung. Nämlich, das Theater heißt so unschuldig Schlachthaus. Aber natürlich, wenn man im Theater sitzt und das heißt Schlachthaus, dann denkt man natürlich nicht an Schlachthaus, sondern man denkt an das nächste Theaterstück. Und das Bone Theaterfestival hat mir gestattet, 350 Schafe, und ich sage Ihnen, es ist ein Düsseldorfer Telefonbuch nötig in der Kommunikation mit den Veterinären des Kantons Bern, um die Erlaubnis zu bekommen, Tiere im Stadtraum, also was in den Bergen, in den Auen selbstverständlich ist, ist im Stadtraum hochgradig beobachtet. Und jedes Tier, Sie sehen das bei dem einen oder anderen Tier, hat hinten so einen blauen Punkt. Jedes Tier wurde nach dem Transporter nochmal untersucht, bevor es den Stadtraum sozusagen geführt von natürlich professionellen Schäfern betreten durfte. Das ist das Setting, abgesperrte Straße, Theater alles rausgeräumt, dann kommen die Tiere. Nein, das ist keine Simulation. Und da ist auch keiner drauf geritten. Das war nicht möglich. Die Tiere sind viel schneller, als ich erwartet hatte, durch die Stadt durchgetrieben, haben dann diesen Raum verlassen. Und danach war das eben ein öffentlicher Raum für weitere 24 Stunden. Der Raum wurde gereinigt. Aber ich glaube, man kann sich gut vorstellen, dass der Duft, den die Tiere hinterlassen haben, noch längere Zeit in diesem Raum verblieb, obwohl dann sozusagen die normale Spielzeit wieder in Betrieb genommen worden ist. Ganz interessant, das sind zwar immer Probleme, die damit verbunden sind, Reinigung und Frage nach Versicherung. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir gemerkt haben, in den Verhandlungen, auch bei den Leuten, die dann letztlich die Entscheidung treffen müssen, dass so doch eine Grundbereitschaft da war, deswegen es mal auszuprobieren. Im schlimmsten Fall war es ja der Künstler schuld. Und da ich ja nicht in Bern lebe, hat man mich sicherlich für vieles verantwortlich gemacht, was ich dann gar nicht selber mehr mitbekommen habe.
temporär Übergang ins Stationäre. Was kann da passieren? Das kann auch aus dem Projekt heraus entstehen. Das war sicherlich so, als der Rektor der Bergischen Universität Wuppertal gesagt hat, also wir überlegen hier anlässlich des 40. Geburtstags im Jahr 2012, überlegen wir, was zu machen an der Universität mit der Idee, dass es im Stadtraum oder eine Verbindung zum städtischen Raum gibt. Dazu hat es verschiedene Überlegungen gegeben. Ich weiß gar nicht genau, an welchem Punkt ich dazugekommen bin. Ich bin angesprochen worden, wir kannten uns vorher nicht und wir haben uns angenähert und es gab sehr unterschiedliche Vorstellungen. Ich lasse die Details weg, aber es sah erstmal so aus, als ob das nichts werden kann. Dazu kam noch, wir hatten zwar Zeit, aber keine finanziellen Mittel. Und die Wuppertaler Universität und gerade auch unter der Leitung von Lambert Koch hat sich zur Aufgabe gestellt, also wenn wir da überhaupt eine Lösung finden, dann muss auch diese Mittelfindung, die muss irgendwie eigene andere Wege gehen. Und dann daraus ist dann die Idee für Metterlicht entstanden. Eigentlich die bestehenden Treppenhäuser, die sozusagen wie oktagonale Gelenke, die aber eigentlich vielfältige Körper sind, wenn man sie sich genauer anschaut, das kann man aus der Ferne in der Topografie nicht so gut erkennen, die habe ich sozusagen mit einer feinen LED-Linie sozusagen akzentuiert. Die haben eine interne Schaltung und die haben dann solche, ich sage jetzt mal, Muster im öffentlichen Raum abgezeichnet. Und wir haben das über Plakate und über eine Einladungskarte haben wir dieses Projekt auch so bewusst, abstrakt und nicht erklärend kommuniziert. Das war nicht selbstverständlich, aber das war am Ende durchsetzbar, auch weil wir gesagt haben, es ist ja ein Prozess. Also die Wuppertaler und Wuppertalerinnen waren ja die Ersten, mit denen wir das machen wollten. Und deswegen waren auch die ersten Gespräche mit der Lokalpresse, weil das total wichtig war, die alle am Anfang mit in so einem Gespräch mitzuhaben. Weil ich muss dazu sagen, es gibt durch wandelnde Verständnis zum Beispiel von Licht, es hat sich gerade hier ohne mein Zutun gedimmt, was ich sehr gut finde, weil die Lichtverschmutzung ein großes Thema ist, also Emissionsschutz. Und dabei spielt eine Rolle, dass wenn man zum Beispiel in seiner Küche sitzt und irgendwo ist eine Reklame und das führt zu einem Lux mehr in meiner privaten Umgebung, dann habe ich ein Einspruchsrecht und das kann ich wirksam machen. Und man weiß ja nicht, welche Befindlichkeiten in das, also wir hatten ja gehört sozusagen dieser Wechselwirkung von innen nach außen, jetzt sozusagen, jetzt kommt was von außen nach innen und was könnte das sozusagen in der Konsequenz bedeuten. Ich zeige Ihnen noch ein, zwei Perspektiven, Ansichten, die das Projekt sozusagen zeigt aus unterschiedlichen Verbindungen. Im Augenblick, also das ist ja jetzt sozusagen der Jahreszeit geschuldet, können Sie von der A46, wenn man von der A1 kommt über die 46, können Sie die Wuppertaler Universität in den Abendstunden sehen. Und das ist eben vor allen Dingen möglich mit diesem Eingriff. Wir hatten am Anfang, deswegen komme ich drauf, überlegt, es ist ein temporärer Eingriff. Aber wir haben gemerkt, dass der Aufwand, den wir betreiben wollen, um die Sichtbarkeit herzustellen, sozusagen, das nicht auf 13 Monate, das ist zum Beispiel so eine juristische Zahl, die dann nach 13 Monaten muss man, wenn man ein temporäres Projekt begonnen hat und das soll verlängert werden, dann muss man sozusagen diese dauerhafte Nutzung anmelden. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir aus dieser temporären Idee in eine dauerhafte Idee umgehen. Und wir haben es über Stiftungen und viel Unterstützung aus der Wuppertaler Bürgerschaft geschafft, das Projekt zu finanzieren und zu realisieren. Manchmal ist es auch so, dass von vornherein die Zeiten, an denen das Projekt sichtbar ist, limitiert ist. Das ist eine Aufnahme während der Vorbereitungszeit für das Projekt White Space in Leipzig zur 25-Jahr-Gedenken an die Wiedervereinigung und vor allen Dingen an die friedliche Revolution, die ja nur deswegen eine friedliche Revolution ist, weil die Menschen, die am 9. Oktober auf die Straße ging 1989, nicht mit einem Schießbefehl konfrontiert worden sind. Die Volkspolizei hat von den Dächern die Ansammlung beobachtet. Es war immer ein sternförmiges Kommen und sternförmiges Verschwinden nach den Kundgebungen. Und an diesem Tag hat man eben entschieden, nicht wieder auseinanderzugehen, sondern eben durch die Stadt zu ziehen. Und das hat sozusagen diesen wichtigen gesellschaftlichen Prozess in Gang gesetzt. Also ich weiß gar nicht, wie man daran erinnern kann, aber vielleicht kann man einen Ort schaffen, wo das Erinnern vielleicht eine Qualität hat, die noch andere Aspekte mit einbezieht und so eine Art Projektionsfolie geben kann. Und ich habe mich entschieden, ein Banner, was nur 3 Stunden hängen durfte, bevor es die Stasi wieder abmontiert hat,
Das hing am 8. Oktober und befindet sich als ein Dokument im Archiv der Stadt Leipzig. Ich habe mir das sozusagen gedanklich ausgeliehen und Sie haben beim Hineingehen, je nachdem welchen Eingang Sie benutzt haben, wenn Sie den linken Eingang, also von hier aus gesehen rechts, benutzt haben, haben Sie vielleicht das Banner gesehen als eine Inversion in negativ. Und das ist sozusagen eine Idee, das wieder an Orte zu bringen, weil ich finde, kritisches Denken braucht Zeit und Raum hier und überall. Das kann ich jetzt nicht nur für 1989 stehen lassen und deswegen haben wir es zeitgleich im Jahr 2014 an der Kunsthalle in Düsseldorf, an der Kunstakademie in München, am Sprengelmuseum, da war damals die große Wiedervereinigungsveranstaltung am 3. Oktober und am TAZ-Gebäude in Berlin montiert und an 5 Stellen in Leipzig. Das hat sozusagen diese Installation, die Sie gerade gesehen haben, begleitet. Wir haben den Nebel chemisch verändert, sodass der also deutlich schwerer wurde und nicht so leicht vom Wind weggetragen. Es entstanden sozusagen, wenn man so will, Gebilde, nebelartige Gebilde im Raum. Die Grundfläche hat ungefähr die Ausmaße eines Handballfeldes. Und interessant war, dass die 250.000 Menschen, die sich an diesem Abend getroffen haben und durch eine von Licht, Werbelicht befreitem, Tony Craig hat ja auf diese Besonderheit, wie der öffentliche Raum sozusagen benutzt wird oder vielleicht auch missbraucht wird. An diesem Tag haben alle Werbetreibenden in Leipzig ihre Leuchtreklamen ausgestellt. Also es war ein sehr wohltuender, beruhigender Aspekt. Ich muss dazu sagen, das hat natürlich alle anderen Installationen, die für diesen Abend geschaffen worden sind, deutlicher sichtbar werden lassen. Ich habe davon letztlich auch profitiert. Da war die Beobachtung, Sie haben es vielleicht auch als Einladungsmotiv für den heutigen Eröffnungsabend gesehen, da war auch interessant, dass Menschen bereit waren, das sozusagen als einen Ausgangspunkt zu nehmen und haben Selfies gemacht mit sich und dem, was dahinter ist, mit dem Nebel. Das fand ich eine interessante Beobachtung. Vielleicht ist das dann doch ein Container, in Anführungszeichen, oder ein Gefäß, wo man Gedanken und Gefühle hineinlegen kann, ohne dass man sie spezifisch benennen muss. Ja, die Stadt Mahl, interessant für mich natürlich, dass die neuen Entwicklungen jetzt auch von den Skulpturprojekten sozusagen Mahl als eine, vielleicht im Kontext der Ruhrmoderne, also als Architektur und Experiment, hat viele Facetten diese Stadt in den Augenschein nimmt. Ich habe mich im Zuge einer sehr persönlichen Beziehung zum frisch gewählten Rektor oder Direktor des Skulpturenmuseums in Mahl entschieden, der Stadt oder seinen Überlegungen mit einem Geschenk zu Leibe zu rücken. Ein Geschenk kann sehr verpflichtend, kann sehr bedrückend sein. Und ich habe das auch als einen künstlerischen Mechanismus begriffen. Mit dem Projekt Les Fleurs du Mal haben wir schon gleich die erste Bauchlandung erlebt bei der Montage. Die Menschen haben gesagt, wir sind nicht nur unter Haushaltskontrolle, sondern wir sind so finanziell schwach, dass wir noch nicht mal Geld für ein R haben. Also es war schon der erste so totales Missverständnis. Aber vielleicht muss man dazu sagen, das ist eben ja nicht nur ein Ratssaal, sondern eben auch das Standesamt. Und das heißt, die Menschen kommen nach der standesamtlichen Trauung diese Treppe hinunter. Und ich habe das eben mit einer Betonvase, die aus dem gleichen Material wie das Rathaus gegossen ist, aufgefangen. Und dort sammeln sich jetzt eben unter dieser Les Fleurs du Mal, also Sie kennen natürlich Texte von Charles Baudelaire 1853. Sie sind ja wenige Monate nach dem Erscheinen auf dem Index gelandet, weil es natürlich in dieser Zeit sehr schwierig war, diese sehr persönlichen, ich finde Erotik greift dazu kurz, sehr persönlichen, von innen nach außen gewendeten Texten ein Problem darstellte und deswegen wurden sie ja auch auf den Index sozusagen aus dem Öffentlichen wieder zurückgezogen und damit nach vorne zu gehen und jetzt können Sie sich fragen, wie kann ein Rathaus in einer Stadt unter Haushaltskontrolle in Mahl ein solches Projekt akzeptieren und genau da greift der Mechanismus des Geschenks. Erstmal kommt es dran, und dann entsteht ein Prozess und dieser Prozess hat mehrere Schichten. Also erstmal haben die Leute angefangen, ihre Brautsträuße an diese Vase zu bringen. Sie haben aber auch weiter fantasiert, haben selber noch irgendwelche Sachen dazu erfunden. Und dann passiert das. Und das war ja vorher der normale Zustand, dass da einfach nichts war. Aber wenn jetzt die Betonvase leer ist vor dem deutlich schlecht, immer wieder neu übermalten, aber doch nicht wirklich saniert und restaurierten Beton an diesem Rathaus zu sehen ist, dann ist das sozusagen mit der doppelten Negation und diesem Problem, was dann nicht mehr zum Wegschauen geeignet ist, hat es eine Triebkraft entwickelt.
Ja, also die Leute haben angefangen, Verantwortung dafür zu übernehmen. Ich muss dazu sagen, das Museum hat ein Verbot, irgendetwas in diese Vase hineinzustecken. Außer eine grüne, so eine, Sie kennen das vom Friedhof, so eine grüne Vasenform, die dafür sorgt, dass das Wasser aufgefrischt werden kann, aber mehr auch nicht. Die dürfen keine Blumen da reinmachen. Ja? Das heißt, der Prozess ist komplett in die Stadtgesellschaft übergeben. Dass das möglich war, hat damit zu tun, dass Georg Elben, der Direktor des Hauses, und ich, dass wir ungefähr 500 Menschen in Mahl persönlich getroffen haben, in Schulen, Kollegs. Wir sind eingefahren auf 1200 Meter in Auguste Victoria, das, was jetzt nicht mehr möglich ist, die geschlossene Zeche. Wir waren bei den Chemiearbeiterinnen und Arbeitern, wir waren in verschiedenen Foren und das setzen wir auch fort. Wir machen eine Sommerakademie, das weitet sich immer weiter aus. Und das ist also angestoßen mit diesem Prozess. Und ich sage es auch einfach, weil ich es als eine Seitenerfahrung gar nicht uninteressant finde. Im Französischunterricht hat Les Fleurs du Mal jetzt einen festen Platz ab der Klasse 9. Hatten wir nicht intendiert, nehmen wir aber als einen Kollateralschaden gerne mit. Jetzt komme ich auf ein Problem zu sprechen, das letzte Problem sozusagen, was wir auch noch lösen müssen. Das haben wir auch für diese Situation, nämlich für die NRW-Akademie der Wissenschaften und Künste. Ich würde am liebsten sagen Künste und Wissenschaften, aber dazu müssen wir noch mehr Mitgliederinnen und Mitglieder berufen. Alles, was wir getan haben, diese vielen Menschen, die uns in dem Prozess begleitet haben und die den übrigens auch machen, die sitzen nicht in diesem Saal. Die kommen auch nicht ins Museum und die haben auch keine 39 Euro, um sich die Publikation zu kaufen, die wir mit all den Projekten, Vanessa Schömüller hat das ja ediert, die wir bei Distanz Verlag in Berlin herausgegeben haben. Deswegen haben wir mit dem Verlag verhandelt, dass wir eine neue Edition machen dürfen. Wir machen sie in Schwarz-Weiß, wir machen sie nicht so aufwendig, aber wir lassen den Inhalt so, wie er ist. Und dann stellen wir das in den öffentlichen Raum und jeder kann sich ein Exemplar nehmen. Vielleicht kommen wir da gleich auch dazu, wenn wir über den heutigen Verlauf, also nach 19 Uhr sprechen. Und das. Dankeschön. Also das ist ich sag mal so, das ist eine Möglichkeit, aber das löst nicht das Problem. Ne? Das ist klar. Das ist nur mal, ich sag mal so, eine Konstruktion. Das sollte eigentlich das letzte Bild sein, wäre nicht am Dienstag im Rathaus in Köln eine Entscheidung getroffen worden, nämlich über ein Problem, was in Köln ein sehr vitales Problem ist. Vor mittlerweile fast 8 Jahren, am 3. März diesen Jahres, jährt sich das, ist das Stadtarchiv und damit das kollektive Gedächtnis der Stadt Köln und darüber hinaus durch eine, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, es ist immer noch eine staatsanwaltlich geschützte Beweisstelle, die Beweisaufnahme ist noch nicht abgeschlossen, keine Klage ist erhoben, wie Sie wissen. Darauf weist Andreas Rossmann in der FAZ immer deutlich hin, immer pünktlich zum Jahrestag. Aber ich habe gedacht, an dieser Stelle, wo sozusagen eine schwere Wunde klafft, möchte ich gerne künstlerisch reagieren. Und auch hier wieder zum Thema Rechtsraum. In einer Nacht- und Nebelaktion habe ich bei Labor Grieger hier in Düsseldorf 2 Schilder produzieren lassen. Ich habe die morgens um 5 Uhr aufgestellt und habe die so verhüllt, dass man mit einer Kordel, die Sie da auch sehen, sozusagen um 13.58 Uhr pünktlich zu dem Moment des Einsturzes dieses Schild enthüllen kann. Und ich hatte, wie gesagt, das Schild um 6 Uhr stehen. Um 5 nach 6 wollte jemand dran zupfen, dann kam die Polizei und hat gesagt, Hände weg. Das heißt, ich hatte nach 5 Minuten Bestandsschutz. Mich hat kein Mensch gefragt, ob ich dazu eine Aufstellungsgenehmigung habe oder sonst irgendwas. Und ich hätte natürlich damit rechnen können, dass es eine Anzeige gibt wegen Eingriff in den öffentlichen Verkehr. Ja? Nichts ist passiert, ganz im Gegenteil. Dann habe ich das der Stadt Köln geschenkt und dann ging das Theater eigentlich richtig los, weil, Gesundheit, weil nämlich die Frage ist, wer ist jetzt für die Schenkung verantwortlich? Und da haben sich alle Gremien mit beschäftigt. Und das letzte Gremium war der Rat der Stadt selbst, auf Empfehlung des Kunstbeirates. Und der hat dann eben in einer Entscheidung im Rathaus um 16.30 Uhr, jetzt diese Woche Dienstag, entschieden, dieses Schild bleibt in dieser Weise, also mit dieser ambulanten Präsentation, aber wind- und wetterfest an dieser Stelle stehen. Und die einzige Auflage ist, weil es ja eine Baustelle oder ein Baustellenareal ist, dass es sich sozusagen mit dem Zuge der Restaurierung bzw. der Baustellenentwicklung bewegen können muss. Aber immer in Rücksprache mit dem Archivkomplex, die diesen ganzen Prozess hervorragend begleitet haben, die wichtige Aufklärungsarbeit machen und eben in Rücksprache mit mir als Autor des Geschenks. Herzlichen Dank.